So, liebe Leute, heute geht's weiter mit unserer neuen kleinen FIFA-Karriere und wir machen heute weiter mit dem Start nach in England. Ich habe jetzt in der letzten Folge habe ich meinen neuen Verein erstellt, der heißt New England FC und Trainer erstellt und ja, Vereinshymne, Trikots, etc. Alles, was so ein bisschen dazugehört und heute geht's weiter auf jeden Fall mit dem Start in die Vorbereitung. In der Vorbereitung heute bestehen. So, einsatzbereit. Ich habe, wie gesagt, extra mich so jetzt genannt. Ich war lange überlegen mit dem Namen, ist klar, aber jetzt passt es, denke ich mal. Mit New England FC, also ein neuer englischer Fußballverein. Und wir wollen von ganz klein zu ganz groß. Ich habe ein Sterne-Team, Budget ca. 5 Millionen, damit wir so ein bisschen gucken können, was wir überhaupt holen. Ich werde versuchen, größtenteils auf Jugendspieler zu setzen. Also jetzt nicht die ganz großen Stars holen, das geht sowieso am Anfang noch nicht, aber in der ganz unten. Ja, auf Jugendspieler sitzen und ja, mal gucken, was möglich ist und wie schnell wir es hinkriegen. Und ja, unser Ziel ist es vielleicht die 50. Saison. Das kann ich auch hier beschreiben, das ist okay. A warm welcome to you all. Without further delay, we are pleased to introduce your new manager. So, damit herzlich willkommen. So, wir gucken mal gerade, wenn wir so kriegen. Wir können hier schon mit Dortmund 2, gut, das sind jetzt die Zweitmannschaften. Da sind einige deutsche Vereine mit drin. Und wir nehmen uns den European International Cup mit 3 Sternen. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Wie gut wir es hinbekommen. Wir starten mit Bohemian FC, Victoria Berlin und sie ist Mioveni in die neue Dings. So, in der Vorstadt. Also seit 4 werden wir auf jeden Fall in der Jugendakademie spielen, ganz klar. Gute Zahl, das ist. Den nehme ich mit hoch, den Spieler. Genauso wie den hier. Auch den hier. Gut, das sind 3 Mann jetzt, die ich schon wieder aus der Jugendakademie mitgenommen habe. So, ich werde mir meine Mannschaft ein bisschen umbauen. Also, wie gesagt, wir werden größtenteils auf Jugendspieler setzen. Das ist ganz klar. Und dann schauen wir mal, was wir so haben. So, wen haben wir denn jetzt gerade? Ich weiß auch nicht, ne? 160er Torwart. So, ein IV 460er, den kann man nämlich mal rausnehmen. Ich muss nicht gerade Rechtsverteidiger, ein bisschen Linksverteidiger spielen. Knips da vorne drin. Das ist auch ein Zitronen. Ah, da kann ich ihn doch auf die Position setzen. Auf jeden Fall noch im Defensiven. Wird jetzt erstmal Cunningham auf der Position spielen. Ja. Ich meine, so ewig brauchen wir jetzt nicht. Ich gucke, ob ich noch einen Sechser kriege. Wir haben 5 Millionen Budget, also gucken.
So, wir werden auf jeden Fall erstmal aufbauen, das ist ganz klar. Scouting-Netzwerk aufbauen, das sollte auf jeden Fall auch in England sein, das ist ganz klar. Na, warte mal, das hat nur einen Stern, den brauche ich nicht. Scouter, noch, haben wir noch irgendwas Großes? Ja. Ja. Und Scouter, noch, ja. So, und ich will ich Scout feuern. Ja. Und dann stellen wir einen neuen ein. Dich schicken wir erstmal nach England. Du kennst natürlich die größten Talente. 9 Monate. Starke Physis und mit dir. So, Liam Lundberg. Geht ebenfalls noch in einen nach Dings. Geht nach Schottland für 9 Monate. Weil, wie gesagt, ich werde größten Teil Spieler aus dem eigenen. So, okay. So, dann bauen wir in Schottland, in Wales und in England Leute auf, damit wir da ein bisschen das ist erstmal das Allerwichtigste, dass wir da Talente haben, weil wir werden erstmal mit Christian, mit unserer Truppe, mit unserer Truppe ein bisschen arbeiten. So, was habe ich denn überhaupt für Ziele? Das ist natürlich erstmal das Wichtigste. Verpflichtet nach von 2 Saisons einen Jungspieler für die Profis und setzt den 10 passierten Startspieler oder einen Wechselspieler ein. Aha. Ein Schlüsselspieler und erzielt in der Saison einen Profit von 5 Millionen. Möchte 4 Spiele. Torwart, Verteidiger, Mittelfeldspieler und Stürmer. Aha. Und das sind unsere Ziele. Na dann. Gehen wir mal rein. Es war erstmal den Trainingstag. War ich jetzt alles nicht. Das ist soweit klar. Und wir machen nur mal ein Training, wo wir dann wirklich auf Arbeit, dass wir dann die Trainingsdinge einfach simulieren können. So, erste Testspiel haben wir bei Victoria. So, Unterbrechung verwalten fürs E-Mail-Nachrichten klar. So. Ach, der Herr Gross. So, also heute gehen wir auf jeden Fall das erste Match schon. So. Und dann gehen wir mal rein. Mal gucken, wenn so eine Truppe sich schlägt mit dem deutschen Aufsteiger. Und ja, wie gesagt, heute geht's los endlich mit der Vorbereitung in die neue Saison. Und mal gucken, vielleicht können wir den einen oder anderen Großen ja ärgern. Aber alles Step by Step. Überragend. Na dann, auf geht's. Hier ist das sowieso. Willkommen hier in der Bayer Arena, liebe Zuschauer. Das Wetter ist gut. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. An den Mikrofonen melden sich auch heute wieder Wolfuß und wir übertragen Ihnen eine Partie am ersten Spieltag dieses Vorbereitungsturniers. Und zwar vom European International Cup. Das dürfte eine richtig gute Partie werden. Das erste Spiel also Becker. In diesem Vorbereitungsspiel. Das ist ja Muni heißt er. Wo sie stehen, gehen mit großen Hoffnungen in die neue Saison.
schauen mal, wie vor allem der Trainer die Partie angehen wird. Das ist sicherlich schon. Was macht er drauf? Oh, das erste Tor. Wir machen das Tor schon in dieser Anfangsphase. Fällt der erste Treffer und einen besseren Start hätten sie sich kaum wünschen können. Das 1-0 schon, direkt nach der Weckermann. Yes. Da kommt dieses Tor nochmal. Zuerst der Ball nach hinten und dann machen sie aus nächster Nähe das Tor. Das ist letztlich nur noch vorne. Da ist die Freude groß, auch am Spielfeldrand. Sie liegen hier vorne und es sieht gut aus. So, erste Aufgabe, erste Spiel. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Jetzt der Vorstoß. Und jetzt haben sie den Ball doch verloren. Gut gemacht. Hunter. Ja, hat das nichts mit Alex Hunter zu tun? Die Chance hier. Oh, das hätte das 2-0 sein müssen. Hier jetzt nochmal die Wiederholung des Führungstreffers. Ecke kommt ins Zentrum. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Gute Chance für eine Flanke. Hartet. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Und das war ganz, ganz wichtig. Sie haben also einen neuen Trainer, einen neuen Mann an der Seitenlinie, denn die Ambitionen... Ah, da könnte sich was anmachen jetzt. 2-0. Aber da freuen Sie sich zu früh, Bouchier. Abseits. Sie fassen es nicht, Sie fassen es nicht. Abseits. Abseits. War das eng? Ist eine ganz bittere Geschichte, aber... Ja, das war Abseits. Ah, schade. Knapp, aber es ist tatsächlich Abseits, ja. Das Turnier ist top besetzt. Keine Frage. Insofern freuen wir uns auch, oder? Unbedingt. Ah, das gut, auch den Stellenwert. Schön, dass wir vor der Saison schon so tolle Spiele sehen dürfen. Da haben sie jetzt einige Optionen. Ja, da passt er nicht auf, nicht gut verteidigt. Könnte der Ausgleich werden. Da war er mit dem Fingerspitzen. Und der England, der unser neuer Keeper. Wir müssen aufpassen bei dieser Ecke. Erste Chance für die Berliner. Jetzt die Ecke. Die Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Und jetzt der Konter. Unsere Jungtruppe, aber wieder aufgepasst. Klasse. Er lässt sich da nicht aufhalten. Er flankt auf den langen Pfosten. Noch eine Chance da. Letztlich gibt es also den Freistoß doch noch. Da hat sie zuerst auf Vorteil entschieden. Super Parade, also den hält nicht jeder. Definitiv. Hunter. Die Football-Fans auf außen, der Platz wäre jetzt vielleicht noch. Viel Platz für den Konter jetzt. Aber dann verlieren sie den Ball, keine Gefahr mehr. Schönes Pressing jetzt. Rooney. Grace. Grease. So. Ja, gut aufgepasst dort. Sie haben den Ball. Ah, das könnte gelb geben. Ganz so ein bisschen im Nachhinein. Jopek. Gefährlich, der Steilpass. Ganz frei, aber das war stark gemacht. Ja, aber lass uns jetzt gerade so ein bisschen. Das wäre das Tor gewesen, eine Riesenparade. Lass uns jetzt gerade so ein bisschen das. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Das müssen Sie jetzt gerade die Butter vom Brot nehmen. So ist es richtig. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Jetzt ist es gefährlich. Und irgendwie hält er ihn. Der Ball jetzt auf Grüß nochmal. Jetzt setzt sich unter Druck. Sie spielen steil, gefährlich. Harter Schuss, aber Ball geht ins Tor. Knappe Angelegenheit, also da hat wirklich nicht viel gefehlt. Vielleicht jetzt mal an die Seite da, aber die... Sie können jetzt flanken.
gefährliche Szene. 2-0. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Der Treffer zum 2-0. Ball geht präzise ins kurze Eck. Genau da sollte er hin. Und dann bist du natürlich machtlos. Auch wenn es natürlich die Torwart ist. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Sieht gut aus. Na, nee, jetzt ist der Ball doch weg. Hat da. Der Torschütze gerade so 2-0. Ach, das war ein bisschen zu optimistisch. Ja. Er holt sich den Ball. Ah, den hätte er gerne, eigentlich gerne ein bisschen weiter nach vorne durch, nochmal durchgekriegt. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Ries. Riesenschuss. Oh, das ist zu... Nicht ungefährlich. Zu optimistisch. Und dann der Keeper, der den eigentlich zum eigenen, zum Gegenspieler wirft. Gefährlich jetzt. Ja, das 3-0 ist alles im Griff. 2-0 zur Pause. Mal sehen, was sich im zweiten Durchgang noch tut. Also 2-0 die Führung. Völlig verdient. Mal gucken, wie die zweite Halbzeit gleich weitergeht. Pause ist vorbei. Wir gehen wieder rein ins Spiel. Führung bislang also für die Football Friends. Viel mit Auge. Wenn Sie solche Chancen nicht nutzen können, ja, wie wollen Sie zurück in die Partie kommen? Das ist es halt. So, weil er geht durch auf Hunter. Der Torschütze zum 2-0. Und jetzt sage ich gerade so ein bisschen... Er schießt! Nicht drin! Und sogar das dritte jetzt fast noch möglich. Super starke Setz da vorne, please. Da haben Sie die Chance. Klasse, Teil 3-0! Zu 0 der Auftakt sieht. Der Auftakt. Bis jetzt gelingt es. Eigentor, das ist immer bitte auch mal eine neue Erfahrung für ihn. Das muss er und das wird er abhaken und daraus lernen. Wer war es denn überhaupt? Ja, es war der Berliner. Hm? Also irgendwie mogelt er dann doch rein. Hoffentlich sind Sie jetzt nicht zu sehr geschockt vom Eigentor. Machen Sie jetzt gut. Aber dann ist der Ball weg. Sie machen also nichts aus dieser Szene. Und jetzt Tempo aufwackeln, sehr gut durchgeht. Macht er sogar das vierte jetzt. Gute Chance. Und das Tor. Ja. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf und dann hat er wirklich nicht viel Platz, aber den wenigen nutzt er und macht das sensationell. Vier-Null ist wirklich eindeutig. Eine ganz einseitige Partie. Aber er muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Klasse Technik. Ja, der, aber das gut an ist. Er flankt auf den langen Pfosten. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Hat er. Was macht er draus? Den Ball hat er. Ganz bisschen zu leicht. Aber es sind einige Dinge dabei, wo ich mir denke.
Wo ich mir immer noch denke, das hätte man vielleicht auch ein bisschen anders lösen können. So, wir wechseln jetzt mal zweimal durch. Da geht der Ball zum Gegner. Klasse durchgesetzt. Und da das ist die Chance. Wird der Keeper, die Sache für der. Ohne Worte. Der eigentliche Viertel ist erstmal bestrafen. Das ist schon überragend, wie er da einfach vorbeigeht. Lässt der Abwehr keine Chance und dann kommt am Ende eben das Tor rum. Sie hören nicht auf, spielen weiter nach vorne und daher steht es mittlerweile 5:0. Also den Auftakt auf jeden Fall war gut gelungen. Keine optimale Ballannahme in Bedrängnis, aber bleibt erstmal im Ballbesitz. Das könnte gelb geben. Ja. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Voll was und dann geht auch die Karte in Ordnung. Naja, Ball kommt okay. In den 16er. Oh, da trifft er die Latte. Abseits. Das Abseits. Richtig, da war er unaufmerksam. Beim Ballbesitz haben die Football Friends bisher die Nase vorn und sie schaffen es halt auch immer wieder diese tolle Parade und das aus kürzester Distanz. Ja, den muss er erstmal halten. Da muss überhaupt erstmal rankommen. Diese Reflexe sind unfassbar. Ecke kommt rein. Gut vom Torhüter. Die Ecke ist kein Problem. Ja, schade. Ich dachte, den kriege ich da hinten besser durch. Jopek. Jetzt hat er den Ball. Und wieder. Jetzt hat man ja ein bisschen Platz, weil die Berliner da ein bisschen schlecht und verteidigt haben. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Die Chance jetzt. Schön gehalten, aber Ball weiter im Spiel. Damit ist die Szene erstmal wieder beendet. Aber die Parade gerade, die würde ich mir schon gerne noch mal ansehen. Die war nämlich sensationell. Der Ball war doch eigentlich schon drin. Ja, das gibt jetzt Geld für den Müsste Geld geben. Jetzt muss er aufpassen. Er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung. Der Schiri stand gut. Gefährlich jetzt. So, auf jeden Fall der Aufsatz wird es gelungen. Die drei Punkte sind unter Dach und Fach. Und damit hätten wir uns zumindest den ersten Riesenschritt in Richtung nächste Runde getan. Schauen wir nochmal auf die Entstehung dieses Tors. Erst der Steilpass. Und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Da haben sie am Ende keine große Linie. Absolut dominant, wie sie hier auftreten. Die logische Folge: das 6:0. Kann er was draus machen? Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Da macht er fast das Tor mit diesem Hammer. Leider nichts aus diesen Chancen. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Davis. Genau hinschauen jetzt. Er macht ihn rein. Leeres Tor. So einfach dürfen sie es ihnen natürlich nicht machen. Aus. Gut. Alles offen, da lässt er sich nicht zweimal bitten, macht den Treffer. Und ich glaube, diese Wiederholung wird der Trainer seinen Jungs noch einige Male zeigen. Da hat in der Defensive nichts gestimmt. Sie liegen deutlich vorn. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Kommt jetzt die Flanke. Flanke kommt kurz. Was für ein Tor. So, und wir wissen noch, das 1:7 haben wir. Absolutes Traumtor. Nochmal das Tor. Da kommt die Flanke. Und dann ahnt er, wohin sich der Keeper orientiert. Platziert die Kurbel ins kurze Eck. Und drin ist der Ball. Sie liegen deutlich vorn. Bis hierhin ist es eine klare Nummer. Jetzt ist der Ball. Sie gehen noch mal. So, nur noch 2:7.
Danke. Ich fürchte, ja, Wolf, schauen wir auf die Uhr. Hilft das hier noch? Ich habe da meine Zweifel. Stellungsfehler direkt hinterher. Das ist eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können, irgendwie. Den Ball holt er sich. Oh, das könnte was werden. Tolle Aktion. Wenn der Keeper da nicht da gut gehalten hätte, wäre das jetzt das nächste Drehen gewesen. Ecke kommt rein. Erstmal geklärt. Klasse durchgesetzt. Alter. Ja, das gibt Eckball. Jetzt die Ecke. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Wichtiges Tackling hier. Die letzte reguläre Spielminute läuft. Ja, das war's. Damit ist dieses heutige Spiel zu Ende. Der Sieg geht hier an die Gastgeber. Der New England Super Cup. Gegen Victor Webber. Perfekt eingestellt und konnten diese Partie jederzeit dominieren. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. So, der Auftrag ist mal gelungen. Die dunkle Sache passt und fast. Jetzt flanken. Gefährliche Szene. Das ist erstmal wichtig. Ich hoffe, dass wir jetzt. Ne, wir können auch kein Interview machen. Weil das, glaube ich, für den Interviews auch ein bisschen verwackelt. Ich hoffe, dass das hinkriegen wir nochmal. Jo, dann haben wir das. Muni, wir haben schon ein Transfergebot reingekriegt. Shanghai Port. Muni zu kaufen. Was hat denn der für eine Wertung? Nein. Die fangen jetzt schon an, unsere Spieler loszuwerden. Also ich kann mal gucken, ob ich die ganzen 60er wegkriege. Die 50er wegkriege. Die müssen wahrscheinlich alle noch ein bisschen trainiert werden, hier gerade der Junge hier. Gut. Aber auch die freie Spielerliste, wo... Guck mal gerade, ob wir noch irgendwie die Möglichkeit haben, irgendwie nochmal freie Spieler zu kaufen. Wirklich was Interessantes. Ja, viel werden wir nicht holen und spielen, das ist klar. Ich gehe mit Akademie. Na gut, dann machen wir Feierabend, jetzt sind wir in der nächsten Folge wieder und dann geht es weiter mit dem nächsten Spiel gegen CS Mjoveni, die uns da, die schon das erste Spiel gewonnen haben
Und da können wir den nächsten Schritt machen Richtung nächste Runde. Wir sehen uns dann wieder bei Let's Play FIFA 22.